wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries neuestem Reinigungsmittel Sinaway. Wow, da gibt's was Neues von Kreis Industries. Ja, meine Kunde ist immer blütenweiß, aber wie sieht es mit meinen inneren Flecken aus? Meinen Seelenflecken, die nur Jesus sehen kann? Da gibt's was Neues von Kreis Industries. Mit Einführschlauch und Trichterelement einfach in den Hals schieben. Ohne Tränen und die ganze Flasche auf einen Zug reinkippen. Das schmeckt so süß nach süßen Döttels. Und die, die es ein wenig herber wollen, die kriegen Passionierungsfrucht. Wow, alle meine inneren Flecken sind weg. Ich bin rein für Jesus. Jetzt neu von Kreis Industries. Wow. Wow, mein EMF ist ausgeschlagen, glaube ich, als du das aufgesagt hast. Irgendwas ist, bist du von einem Dämon besessen? Döttels, was soll das schon wieder sein? Döttels, das sind diese langen Datteln quasi. Die langen, dödeligen Dattels. Das sind sehr lange Datteln. Quasi Doppeldatteln. Der hat dann so einen keine drehen Einführungsschlauch mit Trichterelement. Ja klar, das ist, weißt du, wie lange diese Innovation gedauert hat, bis wir das hingekriegt haben? Das war überhaupt nicht einfach in der Forschungsabteilung, weil wir können nun mal nur am echten Humanoiden trainieren. Also hast du an dir selbst getestet? Anfangs ja. Später. Bis meine Schluckkraft signifikant erhöht war, ja. Ja, natürlich. Weißt du, nicht alle supporten immer mit Klicks und Likes. Andere supporten halt auch einfach mit ihrem Körper. Mit ihrem Körper. Mit ihrer Kehle. Kehlensupport. Kehlensupport. Oh mein Gott, raus aus meinem Kopf. Ah. Viele wissen es nicht, aber wir sind eigentlich eine dieselbe Person, ne? Du, sag mal, Frank. Was denn? Ist dir bei unserem Sohn aufgefallen, dass er immer so eine raue Stimme hat? Oh, er ist jetzt Kehlensupporter bei Kreis Industries. Wirklich? Was ist denn mit Boytech? Das Alter, war doch komm hier rein. Komm hier rein. So ein Werbeclip drehen, weißt du? Sorry. Das Bett. Alter, der ein Boner im Bett. Der Betty Boner, Alter. Das war ein richtiger Betty Boner. Ist hier irgendwas? Eine süße, lange Dattel liegt da im Bett. Hm? Oh. Ich stell's mir so gut vor. Das ist direkt immer dieses Kopfkino. Oh, hier habe ich einen Mauf. Sitzen Sie am Tisch? Aber was ist denn mit Boytech? Da waren doch so gute Zukunftsaussichten. Ja, aber die Hormone haben ihm ziemlich zugesetzt. Dann sitzt da irgendwie so ein Siebenjähriger mit so einem üblen Waldmeisterbart, weißt du? So. Schokolade! Ja, kleiner Bruno, du bekommst deine Schokolade. Schokoladenbasen. Eine nichts. Kugel? Ja, auch nix. Was ist das denn? Ist das eine Spiegelung? Ja, ist eine Spiegelung. Ich hätte ganz kurz, ich hätte hier eine Verbubbelung. Gib uns ein Zeichen. Oh, da war doch was. Da war doch eine Tür, du. Ein Boner irgendwie so in die Richtung. Hier, warte. Schranktür. Hier drüben ist eine Schranktür abgegangen. Zwei, drei? Na, hier sind Werte. Jetzt bräuchten wir ganz schnell einen Ultravioletten. Ja. Ein Ultraviolette. Hol mal schnell eine Violette, Alter. Wirk mich violett, Meise. Der Bukakadu. Der Bukakadu, Ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir das gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat der kleine Timmy... Aber irgendwas, wo wir so Berufe auf den Arm genommen haben. An das kann ich mich noch erinnern. Wir hatten mal so eine Reihe, wo wir die ganze Zeit irgendwelche Berufe hatten. Ja, Handabdruck. Normal. Normal? Normal. Handabdruck normal. Hast du gesehen? Er macht normal. Normal. Kein Handabdruck. Leid. Nix, Light. Handabdruck. Zero. Handabdruck Zero. Ah, hier ist so ein kleiner Abdruck. Mache du die Abdruck, Kapisch?
Warte mal, ich nehme mal hier so einen Fotoschmeckler mit. Und einen Stepmaster. Mom approved. Step to the front, step to the right. Stepmaster MC. Alter, wie er direkt hier reingesteppt ist. Direkt reingeprintet, Alter, mit seinem Galoschen. Was hat er denn für eine Schuhgröße? Vielleicht können wir daran erkennen, ob es ein Deogener ist. Und ziemlich, ziemlich groß. Schuhgröße Kindersarg halt, ne? Vielleicht sollten wir aber auch für Deogene demnächst Produkte entwickeln, ne? Sind sie auch Deogen dritten Grades? Riechen sie diesen merkwürdigen Geruch aus dem Jenseits? Anti-Deogen. Haben Sie auch Probleme mit Ihren schwitzigen, stinkenden Füßen? Jetzt neu. For the man and the girl. For the man and the girl. Not for the girls, just for the boys. Boy smell. It smells like a boy. Na, bist du schon 12 und fühlst dich zu alt? Willst du wieder riechen wie ein echter Neunjähriger? Ja, zarter. Okay, wir haben bis jetzt nur Ultraviolett, ne? Mehr haben wir nicht. Violetticus. Ja, Violetticus und Mandrovi. Das ist so eine Pflanze, die existiert. Ich hab gestern Mandrove gegessen zum ersten Mal. EMF ist leicht am Ausscheren. Soll ich mal im Flur Auslicht ausmachen hier vorne? Ah, wir brauchen die Dunkelheit. Ich rede jetzt mit ihm. Wo bist du? Was willst du? Geh mal raus dann. Ja, ich bin draußen. In einem Van. Bist du ein Kind? Gib mir ein Zeichen. Wir haben auch brauchst gar kein, du Hilfe? Gar kein Räucherwerk mitgenommen. Wo bist du? Was willst du? Irgendwo wieder an der Tür rumgespielt. Hier im Kinderzimmer. Aber er hat nur einen Dreier. Bist du hier? Oh, er hat gesagt, from behind. Ja, er will irgendwie so ein, er will's from behind. Das ist irgendwie so ein kleines Internet-Kitty. Ja, ja. Wie so ein, ohne Scheiß, wie so einer aus einem F13-Chat. Wir haben gerade im Nachbarhaus, zockt gerade COD irgendwie, ne? So, from behind, da ist jemand, hallo. From behind. Der flash in the hole. Flash in my hole is flashing. My hole is flashing. Ultraviolett und Geisterbox. Phantom, könnte. Poltergeist, Schmimmig. Könnte ein Schmimmig auch sein. Mimik. Wäre dort. EMF ist raus, Geisterbuch ist drin, Gefriermund. Ja, mit dem Thermometer mal vielleicht noch ein bisschen rumsteppen. Ich habe eins da reingelegt. Warte mal, mein Gefühl sagt mir, dass da vielleicht im Kinderzimmer eine Verdotzung sein könnte. Weißt du, dass der vielleicht da irgendwie sich gerade so ein bisschen eingenistet hat? Aber wenn, Counter-Strike also, wenn 1.6 spielt. Wenn wir jetzt einen Orb sehen, dann ist es ein Mimik. Ja, aber ist es dann wirklich ein Mimik? Weil Mimics machen ja Fake-Orbs. Ja, das meine ich ja, aber wenn ich jetzt, weil wenn ich Orb ankreuze, dann ist nichts mehr übrig. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein Orb irgendwo zu sehen ist, dann will er uns verdummdudeln mit seinem Dudelsack, mit seiner ordentlichen... Dann will er uns dödeldudeln. Ja. Dann will er die Sackpfeife spielen. Da will er uns Mimikrapsch machen. Wir haben immer kein Räucherwerk dabei, ne? Schön Tante Ingeborgs alte Ernte 23 Schachtel hier zum Ausräuchern, aber die haben wir weggeraucht unterwegs. Ich leg hier mal noch so ein Kreuzchen rein, einfach, falls er auf die Idee kommt. Thermometer sagt aber nichts hier draußen. Geh mal hier ins Kinderzimmer rein. Guck mal, ob's. Ah, es geht ein bisschen. So ein ja, doch, jetzt geht's nach unten bei mir. Ich bin schon unter 5. Ja, ja. Wir sliden auf die 0. Hat wieder was getouched? Touch my feelings.
hat mein Herz berührt, der Geist. Der Geist hat mein Herz berührt. Ghost kiss on my heart. Ich hatte einen Geisterkuss in meinem Herz. Er nahm mir mit einem Kuss den Schmerz. Wir reisten zusammen in den Keller. Denn dort geht Geisterbeschwörung einfach schneller. Warum haben Keller diesen Ruf? Naja, weil sie unheimlich sind. Er ist bei einem Grad. Das ist so close. Licht gibt es noch. Oh, ey, du musst dringend einen Schluck Boy Sweat trinken, Alter. Boy Sweat. Du hast nur noch 48. Sweat, go Sweater, Sweat. Und wir stoßen noch an hier. Der Kuss des feuchten Knaben. Auf den Pater Johnson und seine Sweat Farms. Guten alten Sweaty Farms, Sweaty Spaghettis. Aus Mama Willes Spitzteig. Nichts, Alter. Nichts. Ich mach mal so ein... Er hat eben gerade Bewegungssensor ausgelöst. Der ist im Flur, ne? Ja. Ja, er macht seinem Flur sein Ding. Ich würde noch mal eine Cam nehmen und vielleicht noch mal eine Bubble suchen. Na, muss mal ein bisschen Bubble Hunting machen. Bubble Bushka Hunting. Ja, weil vielleicht hat er irgendwo in einem anderen Raum noch so eine Bubble präsentiert, die wir nicht gesehen haben oder so. Mal so eine kleine verborgene Bubble. Ja, ne? Ey, aber wenn ich Geisterorb anhacke, ist doch gar nichts mehr da. Geisterbox und Ultraviolett. Ja. Aber ein Mimic macht ja eine Fake-Orb. Das heißt, wenn jetzt der Orb irgendwo zu sehen ist, dann ist es ein Mimic. Kann es überhaupt noch ein Mimic sein? Nee, doch. Gefriertemperatur wäre es ein Mimic. Ja, und wenn er halt jetzt sagt, ich lass mal die Bubble tanzen, um sie zu täuschen, dann sagen wir, nee, mein Freund, wir haben Anysin. Nee, wie heißt es? Sinaway. Sinaway. Du bist auch innerlich rein. Aus Brechwurzelextrakt. Wie heißt die nochmal? Die hat doch so einen Namen. Ipecac. Mit Ipecac-Geschmack. Ipecac-Geschmack. Guten Ipecac-Wurzel. So habe ich wieder viel mehr Platz für neue Hostien. Aber die Temperatur geht nicht nunna. Alter, dann richtig dicken Step eben gemacht. Richtig schön ins Grobe rein. Richtig in den Kernigen. Ja, aber Johannes B. Kerniger. Johannes B. Kerniger. Ja, aber ich habe keine Fremdbubble gefunden bisher. Tja, was könnte es jetzt noch sein? Ich weiß irgendwo nicht. Aber einen Duzer hätten wir doch schon längst gefilmt, wenn der da einmal reingedudelt wäre. Und für einen Poltergeist, finde ich, macht er zu wenig, ne? Wenn der da jetzt noch durchgeht, hätten wir nicht dotzen müssen? So rein theoretisch? Ich weiß nicht, oder? So schwer sind Dots jetzt auch nicht zu finden. Der Sweatmaker. Ich kann auch den Betty Boner fotografieren. Da! Da war doch was. Was war's? Was? Wo? Wie was? Ich hab da noch einen Dots gesehen gerade. Im Kinderzimmer oder wie oder was? Ich glaube schon, dass ich da einen ganz kurzen Dot-Flash gesehen habe. Wer ist ein Phantom? Was haben denn Phantoms so für Eigenschaften? Sind die eher so ein bisschen shy? Phantom anzuschauen hat stärkeren Einfluss. Das Fotografieren eines Phantoms sorgt dafür, dass für eine kurze Zeit verschwindet. Da war er wieder. Doch, definitiv richtig dicke Dots gesehen jetzt. Da ist er richtig durchgeschlichen. Also haben wir so ein richtig klassisches Phantomass. Richtigen schönen Phantom. Hast du rein? Hast du Phantom drin? Ja, ja. Schnell reinmachen. Na gut. Dr. Photon. Dr. Photon. Dr. Photon! Halt sich.
bringt dir die besten Sachen bei. Glaube nicht an die Physik, kleiner Kastenjunge. Dr. Kolossus, halte sich vom Todesberg fern, Dr. Kolossus. Aber meine ganze Ausrüstung habe ich da oben versteckt. Menno. Bei den Simpsons. Sie können gehen, Dr. Kolossus, aber halten Sie sich vom Todesberg fern. Aber meine ganze Ausrüstung habe ich da oben versteckt. Dr. Kolossus. Oh, guck mal, tägliche Quests sogar erledigt hier. 605 ja. Mark-Dollar. Ja, ja, wir haben ein paar Dollar-Lars bekommen. 605 Dollar. Euro-Mark-Dollar. So, ich füge mal Räucherwerk noch hinzu, würde ich sagen, ne? Haben wir eigentlich auch schon eine Kopfausrüstung? Nee, ne? Doch. Doch, müssten wir haben, ja, aber wofür brauchen wir die? Nutzen wir eh nicht. Wann kriegen wir denn Stufe 2-Kram? Hier so ein Dots Stufe 2 Level 29, ein Buch Level 23, ein EMF Level 20. Wann gibt's denn die neue Taschenlampe mit 19, Alter? Ah, die ist erst ab 19. Da brauchst du natürlich einen fortgeschrittenen Taschenlampenführerschein. Aber dann komme ich doch nicht mehr ins Feriencamp, wenn ich so alt bin. Alright. Im Craften soll sich ein alter Bauer verirrt haben. Dann haben sie zu Tode geschmissen mit Rüben. Steinig mit Rüben, den alten Mann. So. Dann gehen wir mit der Standardausrüstung rein, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Immer das Standardpaket und. Also Vierer Guzman. Vierer Guzziman. Ja. Auf der Charles Bronson. Vierer Guzmanus. Warte mal, Guzmanus. Ich nehme. Ja, was nehme ich noch? Einen ziemlich geschwollenen Guzman. Der Guzman der Poseidon, kennst du den? Der Kuss des Poseidon, Alter, den hatte ich gestern wieder. Gestern, schön, weißt du, dann bist du da am Abseilen und das, dann hörst du nur das Blub und danach am Sack. Hörst du das hier? Was? Hast du gehört? Nee, war das ein Poseidon? War ein Poseidon-Kuss. Oh, hier oben ist gar kein Strom. Vielleicht ist hier drüben Strom. Nee. Wo bist du? Ja, bist du Diogen? Darf man so eine Frage heutzutage überhaupt stellen? Nee, ich glaube nicht. Geht zu weit, ne? Greift in die Persönlichkeitsrechte ein. Ja. Ich hab Strom. Regelung Einzelperson, Bewegungssensor, EMF-Messgerät. Bist du hier? Was willst du? Sperrin, gib mal das Horn. Weißt du noch, wie gruselig Ghost Exiles war? Ja, ja. War ziemlich hart, ne? Das Spiel war anfangs, ich fand das ja auch ziemlich hart. Als ich das erste Mal Phasmo gespielt habe, habe ich mir echt in die Hose gemacht, Alter. Das war super gruselig. Aber Ghost Exiles war eine Schippe gruseliger. Hast du irgendwas? Nö, nichts. Gar nichts, ne? Nee. Was war das? Was war was? Hat er einen Ball getreten oder so? Hier war da so ein Bup, Bup, irgendwie ein Geräusch. Du, ich höre da ja nichts, ne? Hast du in der Küche Licht angemacht? Ja. Es ist schon irgendwie merkwürdig. Ja, durch die ganzen Geisterpillen kann ich auch nicht mehr so gut rennen. Hier war Mund im Flur unten. Flurmund. Also direkt in der im Haupteingang da am Holzhaufen wieder. Gib uns ein Zeichen. Hast du Licht ausgemacht wieder in der Küche? Ja. Okay.
Weil ich nach Bubbles gerade suche. Gib uns ein Zeichen! Hier oben ist ein Knochen. Öffne eine Tür! Ruf uns an! Was willst du? Oh, du bist schon runter auf 70, ne? Also irgendwas ist passiert da drin. Irgendwas nuckelt hier drin. Aber halt so ein verborgener, schüchterner Nuckler. Gib uns ein Zeichen! Öffne eine Tür! Wo Licht flackert? Aber wo? Hier unten. Aber wo bist du? Also im Eingangsbereich hat auf jeden Fall schon mal ein Licht geflackert. Was willst du, Geist? Willst du Liebe? Wir bringen euch Liebe. Ihr Geister dieses Hauses. Steinigt ihn. Hast du gerade Licht ausgemacht? Nee. Uff, hier. Dreier Wert. Unten im Flur? Ja. Und da war ein Bewegungsmelder auch gerade. Und ein Fingerabdruck hier. Da. Ringmuskelabdruck. Eindeutiger. Leg mal hier nebendran deinen Ringmuskeldetektor. Dein Strontius Maximus. Okay, da haben wir doch schon mal was. Jetzt kommen wir mal rein. Jetzt kommen wir mal rein. Offenbart seinen Muskel. Er hat seinen Muskel gezeigt. Sein Gluteus Maximus. Sein Gluterus. Sein Gluterus Maximus. Sein Klötkes Maximus hat er eben gerade präsentiert. Klotti Karotti. Seinen alten Choki Preziosi. Choki Preziosi. Ganz präzises Würgen. Spiel mit Preziosi. Wie geht jetzt das neu nochmal von hier? Simba. Das gab es ja auch noch hier, Simba. Simba gibt es die nicht immer noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube auch Preziosi gibt es immer noch, oder? Gut möglich. Was ich immer krass finde, sind diese Süßigkeiten, die du nicht in Lebensmittelgeschäften bekommst, sondern nur in Spielwarenläden. Ja, ja, diese schlapprigen, super weichen Weingummidinger da und so. Ja, weil da ist mehr Spielzeugmaterial drin als Lebensmittel. Da joggst du auch mit Preziosi. Wo bist du? Reinigen Sie den Bereich. Alter, hier geht was ab. Da geht richtig was. Habe ich ein Foto gemacht? Ja, guck mal, hier ein Geisterfoto. Kannst du leicht sehen, wenn du mit viel Fantasie siehst, so ein Geist. Ja, die echte Geisterfoto halt. Wenn du deine Augen zusammenkneifst, dich auf den Kopf stellst und mit ganz viel Fantasie kannst du Geister kennen. Aber mit Preziosi. Josef Preziosi, der Spielzeughersteller der Nazis. Josef Preziosi. Hä? Was für Deutsch, oh nein, Italiener. Ich habe das Räucherwerk nicht eingepackt. Ich hab's nur im Lager gehabt. Wo ist denn hier der Dotz, der zweite? Hast du ihn reingelegt? Ja, der liegt im Nebenraum im Regal. Ja, weil er hier auch ein paar Alter. Mal. Was? Hast du gehört? Hier, das sind auch Footsteps auf dem Boden. Ja, er ist hier in der Ecke. Wir sollten hier noch irgendwie ab. Dotzen, wo ist denn der neben Dotzer im Regal? Da hinten im Regal, er leuchtet dich doch an. So. Da. Ist auch eine Cam, die da hinfilmt? Ja, hier steht doch einer mitten im Weg. Er hat keine Fußspuren hinterlassen, das war zu. Ja, doch, da waren Fußspuren auf dem Boden. Ja? Ja?
Richtige Pitschepatsche abgeworfen. Irgendwas kleppern. Ist er völlig woanders? Hat der Tür irgendwo geöffnet? Hier! Hier hat sich umverladen. Jetzt habe ich hier EMF. Er spukt aber echt hart. Wie, wo ist er hin? Richtung Wohnzimmer? Er ist jetzt bei diesem Schlafzimmer, da wo so eine Bierflasche auf dem Boden liegt. Könnten es noch Zwillinge sein? Was haben wir jetzt? Im Endeffekt haben wir nur Ultraviolett. Ja. Ich baue mal ein paar Bewegungssender in die Bude ein. So, warte, lass mich kurz mit ihm sprechen, weil da steht, reagiert auf Einzelpersonen. Warte, ich mach ganz kurz die Sensoren hin. Bist du hier? Wo bist du? Wow, er hat mir eben gerade eingegeben, da drüben in der Ecke. Komm her. Da bei der Tür. Ich gehe raus und du talkst jetzt gleich zu ihm. Ich sag dir, wenn ich draußen bin. Ich bin draußen. Bist du ein Kind? Er hat reagiert. Bist du hier? Also es hat nur rot geleuchtet. Wo bist du? Bist du alt? Bist du ein Kind? Es leuchtet immer rot, aber er redet nicht. Ja, dann musst du vielleicht irgendwie... Der Bereich ist ja sehr, sehr klein. Geh mal mehr in das... Ja, genau da drin hat er mich eben angebuht. Wo bist du? Oh, er hat im Dining Room Klavier gespielt. Bist du hier? Er hat eben gerade im Dene-Zimmer Klavier gespielt. Boah, EMF! EMF 5! EMF 5! Das könnte Meiling sein. Siehst du da drin Wäsche? Zusammengelegt. Statt zusammengelegt Wäsche, ich kann keine sehen. Hast du zusammengelegt Wäsche gesänger? Geisterbuch könnte es sein, Frost könnte es sein, Dots könnte es sein, Orb könnte es sein, Box ist raus. Okay, Box ist durch. Ja, Box ist durch. Oh, die Tür ist zu. Ah! Frechdachs! Das ist ein hasserfüllter Rachegeist, ne? Ja, Alter, das ist auch so ein nackter Lauder wieder, Alter, mit Brecheisen in der Hand. Oder Sichel oder so. Ist ein Einbrecher, glaube ich. Brechi Lauder? Oh Gott, Alter, der hat mich richtig gelunzt jetzt. Alter, Der Sweat hat nicht mal richtig geholfen. Naja, nee. Der Sweat, der hat Anti-Sweat in den Adern. Ich hatte eine ganze Sweat-Buddel, aber... Kann es jetzt noch sein? Ah. Kann fast noch alles sein. Ufrost-Dots. Ich gehe mal noch mit dem Thermometer rein. Ich weiß nicht. Frostdots, erzähl keinen Rotz. Es kann alles sein. Kann ich sehen, ob einer ins Buch schreibt, wenn ich tot bin? Nee. Ich sehe da nicht, wie der Stift sich bewegt und tanzt oder so? Oder die Geräusche? Das vielleicht, ja. Okay, hier drin wird es sogar warm. Wir sind so weit weg von Gefriertemperaturen. Jetzt aber auch stiller. Gibt es einen, der sich so nach einer Jagd ein bisschen beruhigt? Der sagt so, ich bin dann erstmal befriedet, weil ich habe Seele genascht. Weil es macht ja wirklich gar nichts. Was macht denn Gin?
Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seine Stromquelle zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen der Fähigkeiten. Ein Djinn ist ein Terrorist. Ja, könnte dafür. Okay, jetzt geht er wieder ab. Ja, ich höre ihn steppen, aber ich sehe nichts. Also ich starre auf das Buch, aber ich war auch richtig hypnotisiert von dem Buch. Djinn Gorieu. Ich hatte das Gefühl, er ist ein bisschen schneller geworden bei der Jagd. Ich weiß nicht. Wo ist denn der... Ja, wer ist denn der Sprinter? Gibt's da einen Sprinter? Ist ein Gyro? Ist ein Gyro? Sprintet ein Gyro? Nee, das war, glaube ich, ein Yuhai. Nur vor der Kamera, wenn keine Menschen. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Oben war der Knochen, ne? Oder? Ja, ja, der war oben. Dann ist ein Gorio schon mal unwahrscheinlich. Dann haben wir noch Obako und Mailing. Mailing. Mailing ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Mailing geben häufig paranormale Geräusche von sich. Habe ich jetzt auch nicht so gefühlt. Ja, habe ich auch nicht so gefühlt. Ich habe auch Footsteps gehört. Der Obake, bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt ein Obake seltener eine Spur. Schwächer, manchmal verwandelt. Ja, das ist dann wieder so ein Dreikammerhoden, den er hinterlässt. Ja, ja. Ist es vielleicht ein Djinn? Was wäre denn ein Djinn? Djinn wäre, glaube ich, Gefriertemperatur, aber es ist da drin so schwitzig warm. Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seinen Strom zu lenken. Ja, könnte Djinn drin sein. Ach komm, ich leg mich fest. Ich gehe auf Djinn. Wenn schon lange kein Djinn mehr. Hier überall diese Schwitzflaschen rumliegen. Hast du in der Wohnung drin einen bösen Djinn? Dann ruf Gieß und Kreis und zieh den Hauptgewinn. Zieh den Hauptgewinn. Okay, wir haben jetzt beide einen Djinn. Es ist am Ende wieder irgend so was Obake-mäßiges oder so. So ein alter, vergammelter Präsident, der irgendwo unter den Dielen vermodert. Ja, ja. Präsident Obake. Es war ein Djinn! Boah! Alter, da gibt's jetzt aber auch Djinn-Dulalas. Ja, aber ich krieg hier sogar Bonusermittlungen krieg ich oben drauf. Ich krieg schönen Bad. 50% Djinn-Dollars Abzug, aber 238 Versicherung kassiert. Alter, ich hab 725 Djindis bekommen. Ich hab 425 bekommen. Gut, klar, ich bin in die Schüssel bei mir reingeschissen. Schön reingeschinnt, Alter. Richtig schön reingeschinnt. So, Freunde, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, immer schön den Himmel im Auge behalten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries neuestem Reinigungsmittel Cineway. Wow, ein neues Produkt von Kreis Industries? Naja, meine Kutte, die ist immer schön rein und blütenweiß. Aber wie sieht es mit meinen inneren Flecken aus? Meinen Seelenflecken, die nur Jesus sehen kann? Da gibt's was Neues von Kreis Industries Cineway. Einfach den Einführschlauch in den Hals schieben. Wow, ohne Tränen. Den Trichter oben drauf schrauben und die ganze Pulle ganz schnell in sich reinführen. Süßer Datteldüdelgeschmack. Datteldüdelgeschmack? Nein, das. Wie? Wie heißen die? Döttels. Döttels. Döttel. 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 Süßer. Dödelförmige Datteln. Dödeldatteln. Jetzt sag's aber. Döttelgeschmack. Süßer Döttelsgeschmack. Döttelsgeschmack. Döttels. Süßer Döttels. Süßer Döttelsgeschmack. Döttels. Neu. Döttels.